Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute habe ich wieder große Freude, denn heute ist wieder ein Mediziner da, wo ich ganz viel lernen kann. Das ist nicht immer so, aber heute wieder eine besondere Freude, wenn man solche Kompetenz hier im Haus hat. Es ist nämlich ein Arzt aus der Region Saarbrücken da, der mich total überzeugt hat über diese ganzen Goldimplantate, die er setzen kann, um Schmerzen zu lindern, um Leute mit Arthroseproblematiken oder Leute, die kurz vor einer Operation stehen, es doch noch zu verhindern. Und ein Mensch, der wirklich im Bereich der Umweltmedizin zu Hause ist und so viel kennt, der ist einfach wirklich ein Segen für Sie und für mich. Und deshalb ist es mir eine große Freude, heute ein Thema Darm und die Leber ein bisschen zu analysieren von einem Ganzheitsmediziner. Bleiben Sie dran, wir legen gleich los. Ja, und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast vorstellen, nämlich der Dr. Med. Harald Burgard. Ganz herzlich willkommen, lieber Harald. Lieber Alexander, hallo. Ja, jetzt freue ich mich auf die nächste Vorlesung, ich sage mal so, ich fühle mich wie ein Student. Das ist echt auch eine schöne Geschichte für mich, weil so macht mein Job, meine Moderation einfach nur Spaß, wenn man was lernen kann und sieht, dass da noch so viel tiefes, vernetztes Wissen da ist, wo wir noch gar nicht transportiert haben. Und deshalb freue ich mich, jetzt mal über Darm zu reden und deine Sichtweisen zu hören. Und der Zusammenhang Darm-Leber und Entgiftungsproblematiken der Leber. Und da kommt immer wieder ein Wort, nämlich die Glutation, S-Transferase, ich weiß immer noch nicht genau, was das ist. Ich weiß nur, es fehlt bei vielen und es ist wichtig, dass wir es hätten. Also, der Ball liegt gern bei dir. Okay. Ja, lieber Alexander, wenn man dich so anguckt, sieht man ja, du bist ein absolut sauberer Mensch. Ja? Nur wenn man dann mal genau hinschauen würde, da würde man sehen, da sind überall Bakterien, hunderte, tausende verschiedener Bakterienarten auf der Haut, im Körper und so weiter. Ja, das heißt, wir sind als Menschen nicht allein, sondern auf und in uns leben zehnmal so viele Bakterien, wie wir selber Zellen haben. Das heißt, wenn wir jetzt vom Darm reden, da reden wir vom Darmmikrobiom, das kennt mittlerweile jeder. Jeder weiß, im Darm sind Bakterien, wir haben die aber auch an anderen Stellen des Körpers. Und wir müssen, wenn wir gesund bleiben wollen, uns nicht nur um uns selber kümmern, sondern auch um all die Mitbewohner, dass die gesund bleiben. Ja. Und da kommen wir dann ganz schnell zum Thema Darm und Leber und so weiter. Denn was belastet uns? Was kann dazu führen, dass Menschen kommen und sagen, ich habe ständig Bauchweh, ich habe Blähungen, ich habe eine chronische entzündliche Darmerkrankung, ich habe einen Reizdarm, ich bin ständig müde. Was passiert da? Also es müssen eigentlich immer die Bakterien involviert sein, oder? Ja, die Bakterien und du. Ja? Ja. Das nennt man Holobiom. Also nicht nur das Mikrobiom, die fremden Zellen, die in und auf uns leben, sondern auch deine Zellen. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann muss man alles gesund halten. Dich, deine Mitbewohner. Und da gibt es viele Möglichkeiten, erstens mal krank zu werden. Ja? Wir schmieren uns Deos unter den Arm, wir verwenden Seife, wir verwenden Parfum. Desinfektionsmittel. Desinfektionsmittel, die unsere ganzen Mitbewohner abtöten, reihenweise, genau. Aber wir essen natürlich auch Lebensmittel, die mit Farbstoffen versehen sind. Wir atmen Abgase ein, wir rauchen, wir trinken Alkohol. Viele Dinge, die natürlich sowohl deine Zellen als auch die Mitbewohner schädigen können. Ja, wenn du jetzt viel Alkohol trinkst, das mögen die Darmbakterien irgendwann auch nicht mehr. Wenn du sehr viel Zucker isst, dann gibt es bestimmte Bakterien, die lieben den und wachsen. Aber die anderen, die den Zucker gar nicht brauchen, die aber du brauchst, die gehen kaputt. Mhm. Wenn wir jetzt zum Darm kommen, ja, wir haben im Darm eine Vielzahl an Mitbewohnern und jeder hat so seine Aufgabe. Und die müssen die, wie in einem Staat, jeder eine Arbeit hat, alle gemeinsam erledigen. Wenn jetzt so ein paar den Kopf rausstrecken, weil man sehr viel Zucker isst und dann die zum Beispiel Blähungen machen und durch die Blähungen Alkohole generieren, die die Leber belasten, dann leiden unter der Alkoholproduktion, unter den Gasen, die da entstehen, die anderen. Das heißt, wir müssen, wenn einer krank ist, immer gucken, erstens mal, welche Gifte hat er im Körper. Das ist so der Umweltmediziner-Job, zu schauen, bist du jetzt belastet mit PCB, mit Formaldehyd, hast du irgendwelche Insektizide abbekommen oder hat der Winzer, ja, beim letzten Sprühen der Trauben halt auch nochmal ordentlich eingeatmet und das Zeug abgekriegt. Was macht dich krank? Oder was macht Glyphosat zum Beispiel? Das kennen wir ja mittlerweile alle. Das schädigt nicht direkt unsere Zellen, das schädigt aber deine Darmzellen, in denen es deren Stoffwechsel schädigt. Und warum sind diese Mitbewohner für uns so wichtig? Naja, deine Darmzellen, die produzieren Vitamine, die produzieren Fette, die produzieren auch Energie, die für die Darmwand wichtig ist. Und wenn dort eine Störung vorliegt, dann kann es zum sogenannten Leaky Gut-Syndrom kommen. Schon mal gehört? Klar, löchriger Darm.
Ne? Undichter Darm, das bedeutet, normalerweise unsere Darmzellen, die sind dicht an dicht und lassen nur das vom Darm in deinen Körper durch, was da rein darf. Das ist eine riesen Oberfläche. Wir reden also jetzt von der Größe eines Tennisplatzes. Und damit nicht irgendwelche fremden Stoffe in deinen Körper kommen, liegen hinter der Darmwand 85% deiner Immunzellen. Und wenn jetzt ein Leaky Gut-Syndrom vorliegt, also eine Undichtigkeit in der Darmschleimhaut, dann kannst du dir das so vorstellen, dass die Darmwandzellen etwas auseinandertreten. Und dann können Gifte, unverdaute Nahrungsreste, Bakterienfragmente, was auch immer, hier zwischen den Darmzellen hindurch in deinen Körper gelangen. Und dahinter die Immunzellen, die sagen, stopp, wir machen eine Entzündung oder bei Lebensmitteln, wir machen eine Allergie. Und jetzt fließt das ganze Blut vom Darm über die Pfortader zur Leber. Und dort kommt der ganze Mist dann an. Die Entzündungsstoffe, alles. Also eigentlich die zweite Schutzwall ist letztendlich die Leber, die noch einiges wieder rausnimmt. Die muss, genau, die muss die Gifte verarbeiten. Ja? Die muss schauen, dass dann deine Nahrungsmittel ordentlich verarbeitet werden. Aber je mehr die an Arbeit hat, umso weniger kann sie sich natürlich um ihre eigenen Dinge kümmern. Und in der Leber können dann vielfältige Probleme entstehen. Du kannst müde werden, wenn die Leber überarbeitet ist. Ja? Du kannst natürlich die Leberzellen überlasten und vergiften. Ja? Wir haben eben gehört, die Leber entgiftet, aber nicht nur die Leber, auch andere Organe, Nieren und so weiter können auch entgiften. Ein Teil der Entgiftung findet sogar, wie wir heute wissen, in der Darmwand statt. Und du hast eben die Glutathion S-Transferasen angesprochen. Es gibt eine Vielzahl an Entgiftungsenzymen, die wir Menschen haben. NAD2 und SODs und was auch immer. Also wäre zu kompliziert, das alles aufzuzählen. Aber damit diese Dinger funktionieren, brauchen wir Mineralien. Wir brauchen Selen, wir brauchen Mangan, wir brauchen Zink und so weiter. Nur dann funktionieren die, wenn sie überhaupt funktionieren. Mhm. Wir haben ja eben mal gehört, dass diese Entgiftungsenzyme, zum Beispiel die für Metalle, bei 50% der Menschen gar nicht angelegt sind. Da gibt es andere Entgiftungsenzyme, die sind bei 20, bei 10% gar nicht vorhanden. Wenn du jetzt also zu den Menschen gehörst, deren Entgiftung suboptimal ist, dann ist es für dich umso wichtiger, dass du ausreichend Mineralien zu dir nimmst, um die Entgiftungsenzyme zu verbessern. Mangan, Selen, Zink. Das heißt, eigentlich machst du einen Status, einen Mineralstatus aus der orthomolekularen Medizinanalyse, um zu schauen, hat dieser eigentlich genügend Mineralien drin? Aber wie weißt du denn, ob ich jetzt ein schlechter Entgifter bin oder ein guter? Gibt es da auch Laborwerte? Das sind das, die du gesagt hast. Diese SOD und Glutation und so weiter. Also es gibt ein Profil, das man machen kann in Laboren, wo man genau sehen kann, wie ist dein Entgiftungsstatus. Ah. Wie sind die einzelnen Enzyme bei dir? Sind die voll funktionsfähig? Sind die teilweise geschwächt? Sind die gar nicht aktiv? Ja, das kann man machen, das ist überhaupt kein Problem, kostet ein bisschen Geld. Aber erfahrungsgemäß ist es so, wenn ein Patient kommt und er hat zum Beispiel eine hohe Metallbelastung im Körper, dann zeigt das ja schon, dass er das Zeug nicht ausreichend ausscheidet. Ergo gehört er wohl zu denen, ja, die zu den schlechteren Entgiftern gehören. Also aber wir haben ja heute so viel Umweltgifte. Das heißt, jeder Patient, jeder gesunde Mensch müsste doch heute Interesse haben daran, dass er ein guter Entgifter ist. Ja, absolut. Das ist auch überlebensnotwendig. Also wenn ich jetzt die ganzen Zuschauer anschaue zu Hause, die gesund sind, die müssen sich fragen, bin ich ein guter Entgifter und ich muss das jetzt feststellen und wenn ich es nicht bin, kann ich das optimieren? Ich kann es optimieren, genau. Ich kann es nicht ausbügeln, aber ich kann es optimieren. Und wenn ich halt eben schon so viel Gift eingeladen habe, dass ich krank werde, dann sollte ich halt mit Verfahren die Gifte rausnehmen. Das können wir ja heutzutage auch machen. Um den Körper wieder zu entlasten, um quasi den Berg, der sich angesammelt hat, abzubauen. Du hast eben auch vor der Selen, Zink und Mangan genannt und ich höre immer wieder, dass das heutzutage ein großes Problem ist, dass wir diesen Mangel so oder so haben. Ja, also einmal wissen wir ja schon seit 30 Jahren, dass die Nährstoffe in den Böden immer weniger werden. Wir leben ja in Europa, wir haben sowieso durch die Gletscherschmelze vor 40.000 Jahren wenig Selen in den Böden, das wurde ausgewaschen. Dann kommt hinzu, dass wir durch Stress natürlich auch viele Mineralien verbrauchen. Aber wichtig ist es zum Beispiel, wenn du ausreichend Zink, ausreichend Selen, ausreichend Mangan aufnimmst, verdrängt das auch die Aufnahme von giftigen Metallen, die wir ja auch wiederum im Essen haben, wie Blei, wie Selen, wie Blei, wie Quecksilber und so weiter. Das heißt, wenn ich ausreichend Mineralien aufnehme, nehme ich weniger Gifte auf. Wenn ich aber ausreichend Mineralien im Körper habe, ist auch die Entgiftung besser, weil die Enzyme diese Mineralien auch brauchen. Das ist also ein doppelter Effekt.
Deswegen schauen wir immer bei allen Patienten, die chronisch krank sind, nach, haben die ausreichende Mineralien, haben die ausreichend aktive Vitamine im Körper und natürlich, wie ist deren Giftstoffbelastung. Aber das gehört ganz eng zusammen. Und wir schauen immer natürlich auch, wie ist der Darm aufgestellt? Ja, wie ist die Bakterienzusammensetzung? Sind da Hinweise auf Entzündung? Sind da Hinweise, dass die Darmschleimhaut undicht ist? Denn wenn man es korrigiert und therapiert, muss das ja wieder dicht werden. Das kann ich an den auffälligen Werten natürlich sehr schön beobachten. Ich hänge noch ein bisschen bei den Mineralien. Kann man eigentlich pauschal eine Aussage machen, dass wir alle ein bisschen Mineralmangel haben und ein Mineralcocktail jedem jetzt ohne Laborwerte gut tun würde? Oder wirst du erst supplementieren mit klaren Ergebnissen? Da ich ja überwiegend Patienten behandle, die krank sind, behandle ich natürlich immer nach Laborergebnissen. Mhm. Das heißt, wenn jemand kommt und hat einen schlechten Selenspiegel und die Laborintervalle sind zum Teil grottenschlecht, da heißt es dann 50 Mikrogramm pro Liter ist normal, das ist Blödsinn. Ja? Die Selenoproteine, die brauchen 120 Mikrogramm pro Liter, drunter ist die Entgiftung suboptimal. Das heißt, ein Optimalspiegel liegt bei 120, 130, 140 Mikrogramm pro Liter und nicht bei 50, 60, 70, was oft schon als Normalwert dargestellt wird, weil die Patienten, die normal zum Arzt kommen, meistens ja einen Mangel haben und dann gehen die Intervalle halt auch weit nach unten. Das heißt, wir behandeln permanent primär Patienten, aber ich würde immer, gerade bei belasteten Patienten, bei Rauchern, bei Patienten mit viel Stress empfehlen, dass die ein vernünftiges Spurenelementpräparat einnehmen, aber natürlich auch ab und zu mal gucken lassen, wie sieht's denn aus? Denn ich kann natürlich auch zu viel nehmen. Wenn ich zu viel Zink nehme, schwäche ich mein Immunsystem genauso, wie wenn ich zu wenig habe. Also hin und wieder mal gucken, liege ich da richtig, macht sicherlich keinen Schaden. Ganz im Gegenteil. Mhm. Gut, aber so, es gibt ja Cocktail, wo fast alles drin ist, von Mangan, Zink, Selen und, Magnesium, Calcium, Kalium und. Das ist ja auch eine Elektrolyte letztendlich und gibt ja Energie, wenn man genügend Mineralien hat. Und ich wüsste nicht, ob das jetzt wirklich aus Bio-Nahrungsmitteln überhaupt noch ausreichend zur Verfügung steht. Also Selen bestimmt nicht, oder? Ja, also grundsätzlich ist das richtig. Ja, vor allem, wenn einer viel Sport macht, ja, dann ist es auch wichtig, wenn einer viel schwitzt, wenn einer hormonell bedingt viel schwitzt oder weil er halt viel arbeitet, dann macht das sicherlich Sinn. Bei Kalzium muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Wenn einer hochdosiert Kalzium nimmt, kann er sich auch Schaden zufügen. Schon wieder. Ja, es ist wie alles im Körper. Ich fahre ja nicht nur Stoffe ein, sondern ich fahre auch Stoffe aus. Ja? Mhm. Wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich nehme kein Magnesium, weil ich eigentlich genug habe, aber er trinkt ein Glas Wein, dann scheidet er damit einen kompletten Tagesbedarf von etwa 300 Milligramm aus. So, wenn ich 2 Glas Wein trinke ist es, oder ein Glas Bier, habe ich die doppelte Menge. Wenn ich Sport mache, wenn ich Tennis spiele, wenn es im Sommer heiß ist, wenn ich einen anstrengenden Job habe, dann verliere ich Magnesium. So. Also muss ich es irgendwie ergänzen. Entweder schaffe ich das, indem ich mich artgerecht, gesund, vernünftig ernähre, was wir ja heute kaum schaffen, oder ich supplementiere. Ja? Da ich nicht jeden messen kann, da nicht jeder Patient zum Arzt geht und sich misst, ist es gerade bei Magnesium ja kein Problem. Mhm. Ja? Es ist auch bei vielen anderen Sachen kein Problem. Aber es gibt Stoffe, da darf man auch nicht übertreiben. Ich habe manchmal Patienten, die kommen mit exorbitant hohen Selenwerten, weil sie glauben, sie müssen jeden Tag 5 Paranüsse essen und noch vielleicht Selen sonst wie zuführen. Das ist sie mit allem. Zu viel ist zu viel. Ich fülle meinen Motor vom Auto ja auch nicht 5 Liter mehr Motoröl rein, weil Motoröl gesund ist oder gut ist für den Motor. Dann ist es halt irgendwann zu viel und der Motor geht auch deswegen kaputt. Schönes Beispiel. Das ist sie mit allem. Zu viel ist schlecht, zu wenig aber auch. Ich habe mal gelesen, die Mutter aller Organe sei die Leber. Kann man diesen Satz so stehen lassen? Ja, also die Leber ist natürlich die Chemiefabrik in deinem Körper schlechthin, ja. Und wenn die Leber nicht funktioniert, dann ist ein Leben nicht möglich. Das ist ganz klar. Und da der ganze Umweltdreck, den du aufnimmst, natürlich irgendwann in der Leber landet und die primär das entgiften muss, ist es halt umso wichtiger, dass das Organ funktioniert. Mhm. Und dazu braucht es halt Mineralien, Spurenelemente, Vitamine. Ja, dazu braucht es halt eben funktionierende Entgiftungsenzyme. All das, was wir gerade eben schon besprochen haben. Eine Leberentgiftung, kann man die auch reinigen, die Leber? Ich meine, ich kann ja nicht rausnehmen und mal waschen, oder? Sondern ich muss ja wirklich von außen her Prozesse in Gang fördern, dass die Leber ihren Giftstoff loslässt. Aber ich muss es ja auch gleich binden, sonst geht es ja wieder in einen anderen Kanal rüber. Ja, also wir haben ja bei der Leber haben wir ja verschiedene Entgiftungssysteme. Wir haben also einmal die Phase 1 der Leberentgiftung.
bei der die Stoffe, die die Leber entgiften soll, zunächst mal noch giftiger werden. Deswegen nennt man das auch die Giftungsphase. Und in der Phase 2 wird es ja dann eigentlich entgiftet. Mhm. Dazu brauchst du zum Beispiel Glutation, dazu brauchst du Entgiftungsenzyme, dazu brauchst du Selen, dazu brauchst du andere Vitamine und Spurenelemente. So, und wenn diese Entgiftung gut funktioniert und du auch noch ausreichend Wasser trinkst, ja, dann werden diese Stoffe wasserlöslich gemacht und über die Gallenflüssigkeit dann über den Darm ausgeschieden. Ja? So funktioniert die Leberentgiftung. Und das kann man unterstützen, indem man viel trinkt, indem man natürlich auch Bitterstoffe zu sich nimmt, die den Gallenfluss anregen. Dazu zählt auch mal ein Kaffee trinken. Ja? Dazu zählt auch Fette essen, ja? Damit auch die Gallensäuren über Fette angeregt werden. Dazu zählt Bewegung, dazu zählt Sport. Dazu zählt es aber natürlich auch, dass man vernünftige Ernährung hat und nicht möglichst viele Gifte reinlädt, denn letzten Endes landet alles bei der Leber und die muss es wieder loswerden. Also man redet nämlich fast nie über die Leber. Also Leberbeschwerden, Leberschmerzen oder sowas höre ich jetzt eigentlich nicht, sondern sie funktioniert und funktioniert und funktioniert und tut ihr Bestes und irgendwann ist sie erschöpft. Ja, die Leber ist ja ein Organ, das nicht wehtut. Ja, was wehtut, ist die Leberkapsel, wenn die Leber mal schwillt. Die Kapsel hat Schmerzrezeptoren, die tut da mal weh, aber die Leber an sich ist komplett schmerzfrei. Zum einen. Zum zweiten ist die Leber das Organ, das mit am regenerativsten ist. Du kannst also quasi 5/6 der Leber entfernen und die wachsen wieder nach. Bis du merkst, dass deine Leber nicht richtig arbeitet, kannst du 70% der Leberzellen verlieren. Erst dann fällt es dir auf. Ja? Also das ist schon ein wahnsinnig regeneratives, leistungsfähiges Hochleistungsorgan, aber wie alles gibt es auch da Grenzen. Die kriegst du auch kaputt, ja, wenn du zu viel Alkohol trinkst oder dich permanent mit Giftstoffen überlädst. Irgendwann kann die Leber auch mal schlapp machen. Gut, also Leberreinigung, haben wir gesagt, gehört zum Thema. Und wie kriege ich den Likrigat jetzt wieder zu? Diese Darmzotten, die sich so strecken zur Seite und allergische Reaktionen auslösen oder eben die Giftstoffe überhaupt da durchkommen? Weil hier wäre ja eigentlich der Clou, wenn das zu wäre, könnte ja gar nichts passieren. Ja, also was führt denn dazu, dass ein Leaky Gut-Syndrom entsteht? Das ist ja eine der vielen Fragen, die wir uns immer wieder stellen müssen. Ein Leaky Gut-Syndrom entsteht ja zum Beispiel dann, wenn du zu viele Stoffe in den Darm hineingibst, wie zum Beispiel zu viel Gluten durch zu viel Weißmehl essen und so weiter, was dann dazu führt, dass der Körper das abwehren muss. Ja? Wenn der Körper das viele Gluten nicht mehr aufnehmen kann, dann bildet sich vermehrt Zonulin als immunologischer Marker, der versucht, dieses Zeug da wieder von der Darmwand wegzubekommen. Und von dem Zonulin wissen wir, dass es die Verbindungsbrücken, die deine Zellen zusammenhalten, diese sogenannten Tight Junctions, auflöst. Und dann entsteht ein Leaky Gut-Syndrom. Oder wenn du zu viel säufst. Weil die Gluten daran kleben, weil es das Klebeeiweiß ist, das Gluten. Das klebt an der Darmwand. Ja, genau. Und du kannst es nicht aufnehmen. Also versucht der Körper, das loszuwerden. Und das macht er über immunologische Prozesse. Ja? Gluten per se ist nicht schlecht, aber das Problem ist halt einfach, dass die Leute zu viel davon aufnehmen und dass wir im Weizen heutzutage viel zu hohe Glutenmengen reingezüchtet haben, damit der von den Maschinen besser verarbeitet werden kann und. Nur von der Maschine, die ihn letzten Endes verarbeiten soll, nämlich deinem Darm, da funktioniert es dann nicht mehr. Ne? Aber dann betrifft es eigentlich uns alle Menschen ungefähr gleich. Denn jeder, der wirklich übermäßig viel moderne Teigwaren, Nudeln, Pizza und so weiter isst, klebt ja dieses Glutein dann am Darm und führt dann eigentlich über kurz oder lang eigentlich bei allen zu diesem Leaky Gut. Naja, es hängt ja ein bisschen davon ab, wie empfindlich du bist. Es gibt Leute, die vertragen alles, die können, wie man so schön sagt, Schuhnägel essen. Ja, und dann gibt es welche, die vertragen wenig und werden schneller krank. Aber grundsätzlich ja, je länger eine solche Überlastung andauert, je mehr schädigende Substanzen darauf einwirken, also auch Zucker, auch Alkohol, auch Umweltgifte, ja auch Farbstoffe und so weiter, umso größer ist die Gefahr, dass du krank wirst. Ja? Und was wir sehen, was ich seit Jahren sehe, was auch meine Frau in Forschungen herausgefunden hat, ist, dass insbesondere die Enterokokken, das ist eine spezielle Spezies in deinem Darmmikrobiom, dass die gefördert werden müssen, weil die haben das höchste Maß an Fähigkeit, die Darmwand wieder dicht zu machen. Und wir schauen dann immer, wenn ich sehe, wie die Zusammensetzung ist, dass wir Probiotika geben, also quasi Darmbakterien, zunächst mal zeitweise ergänzend geben, die in der Lage sind, halt den Darm so zu optimieren, dass diese Entzündungsprozesse zurückgehen, wenn welche da sind, dass die Darmwand wieder dicht wird. Das kann man heute alles machen. Das ist keine Zauberei, wenn man weiß, wo man ansetzt.
Aber dazu brauchst du wieder Diagnostik. Das heißt, ich brauche eine gescheite Stuhlprobe. Ich muss sehen im Blut, wie ist der Zonulinwert. Ich muss sehen, wie ist der Alpha-1-Antitrypsinwert im Stuhl. Ich muss sehen, wie ist die sekretorische Bildung von Schleim und so weiter. Also da gibt es diverse Parameter, die wir bestimmen können, damit ich genau weiß, wo setze ich denn eben auch an. Und ich muss halt gucken, was hat der Mensch an Ursachen. Wenn einer ständig zum Beispiel durch eine hohe Blei-Cadmium-Quecksilber-Belastung, wenn er es entgiftet, immer wieder den Dreck in die Leber, also über die Leber in den Darm gibt, dann vergifte ich ja meine Darmbakterien immer wieder aufs Neue. Ja? Und da muss ich eingreifen durch vielfältige Maßnahmen der Entgiftung. Wenn ich das so höre, wie komplex das alles ist und wie vielseitig, da frage ich mich gerade, wenn ein Patient zu dir kommt, ist er da einen Tag bei dir? Also, das ist ja wie alles, was du viel machst und was du oft machst oder was du nur machst, das kannst du halt relativ schnell und da bist du auch relativ fix drin. Wenn ein Patient kommt, machen wir normalerweise so ein Erstgespräch von 1,5 Stunden, da weiß ich meistens schon, was wirklich los ist. Und dann macht man natürlich entsprechende Analysen, die dauern halt ein paar Tage. Wenn man dann die Ergebnisse hat, bespricht man die und legt einen Plan fest, wie man den Menschen behandelt. Ja, also man muss da jetzt nicht Stunden und Tage mit verbringen, den zu analysieren. Das geht schon natürlich über eine gewisse Zeit, weil die Labore brauchen ja einfach auch Zeit, um den ganzen Kram halt verifizieren zu können, messen zu können, die Ergebnisse liefern zu können. Ja, aber das ist heute alles machbar. Also in unserer westlichen Welt haben wir das Glück, dass wir das alles machen können. Und dann geht das so weit, eigentlich bis in eine Ernährungsberatung rein, damit man eigentlich schon anfängt, nicht mehr zusätzliche Belastungsstoffe zu essen. Es geht hin bis zu einer Umweltberatung, um festzustellen, wo sind eigentlich Umweltgifte, die mich kontaminiert haben letztendlich. Genau. Also ich stoße immer wieder in meinem Leben immer wieder auf Dinge, wo ich sage, das wusste ich jetzt wieder nicht und da habe ich auch wieder Giftstoffe und da habe ich wieder etwas, was ich gar nicht essen sollte und. Gestern habe ich gehört, die Fertigsuppen, diese Beutelsuppen, da hat es Sachen drin, das sollte man dringend vermeiden. Ich dachte, das gibt es doch auch nicht. Ah, was darf man denn überhaupt noch? Ja. Weißt du, wenn du einen Hund hast und du gibst ins falsche Essen, fallen die Haare aus oder er kriegt Durchfall und macht den Teppich dreckig. Wir essen alles in allen beliebigen Mengen. Ja, und glauben, wir vertragen. Also wenn man dann halt einen Blähbauch hat oder Durchfall oder ständig müde ist, dann ist es halt so. Dann heißt es, guck mal, wie alt du schon bist, ja. Und das hat die Oma auch gehabt und die Leberwerte sind ja schon bei deinem Opa zu hoch gewesen. Aus meiner Sicht ist alles Käse. Wir brauchen eine artgerechte Ernährung. Das muss man nicht kompliziert machen. Man muss einfach nur mal gucken, was ist denn für unseren Körper gut und was haben denn unsere Vorfahren gegessen, ja. Die haben nicht jeden Tag so einen Braten verzehrt. Die haben nicht jeden Tag 2 Stullenbrote mit 6 Scheiben Wurst gegessen. Die haben 1-2 Mal die Woche Fleisch gehabt, die haben ab und zu mal Fisch gehabt und die haben vor allem Gemüse gegessen. Und die haben es auch nicht tot geprutzelt und die haben auch nicht jede Menge Fertigfood gegessen mit allen möglichen Konservierungsstoffen, sondern die haben das gegessen, was im Garten wuchs. Und die haben es biologisch gegessen. Die haben einfach das gegessen, was wuchs und haben nicht alles Mögliche drauf gekippt, weil sie ja nicht die halbe Welt damit ernähren wollten, sondern eben sich aus ihrem eigenen Garten. Und das ist artgerechte Ernährung. Nur wenn wir permanent Fastfood essen, wenn wir permanent fertig zubereitete Lebensmittel essen, dann haben wir halt immer Stoffe drin, die notwendig sind, damit das Zeug auch hält. Du gehst ja auch nicht gerne in den Supermarkt und kaufst jetzt ein Toastbrot, das am nächsten Tag schon schimmelig ist. Also muss da was rein, was das verhindert. Wenn du normalerweise ein Brot kaufst, ist es am nächsten Tag trocken. Dann kannst du es wegwerfen oder kannst Backmehl draus machen. Aber das hält sich ja nicht 6 Wochen oder 4 Wochen oder 2 Wochen. Also muss da was rein. Und all diese Zusatzstoffe sind natürlich irgendwann für uns schädigend. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Das hängt wiederum von deiner individuellen Fähigkeit zu entgiften ab. Aber gehen wir noch mal zu unseren Mitbewohnern. Und wenn ich jetzt etwas esse, was Konservierungsmittel drin hat, was passiert dann mit meinen Mitbewohnern? Naja, das hängt davon ab, ob sie es vertragen oder nicht. Ja, wenn ich jetzt Giftstoffe nehme, ich zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir nehmen jetzt ein Gemüse, das ist Glyphosat belastet. Ja, Glyphosat finden wir, wenn wir suchen, bei nahezu allen Patienten mittlerweile. Dann sagt man zwar, das schadet meinem Körper nicht, aber es schadet halt eben dem sogenannten Chikimate-Pathway, dem Stoffwechsel der Darmbakterien sehr wohl und kann die abtöten. Und dann hast du ein Problem. Wenn deine Darmbakterien nicht mehr richtig arbeiten, kriegst du nicht mehr die richtigen Vitamine aus dem Essen raus, dann wird bestimmte Nahrung nicht mehr ausreichend verdaut und dann wirst du irgendwann krank. Aber nochmals, wenn ich eine Dose habe, wo Konservierungsmittel drin ist, dann ist ja das drin, damit eigentlich keine Bakterien hier drin überleben können und mir mein Nahrungsmittel
schlecht machen kann. Und wenn ich ja sowas esse, wo eigentlich aktiv Bakterien tötet, dann und ich esse das, dann mache ich ja auch meinen Darm kaputt. Ja, natürlich. Das heißt, dieses Holobiom, wie du sagst, leidet durch das Essen von konservierten Nahrungsmitteln. Ja, natürlich. Durch Essen von konservierten Nahrungsmitteln. Durch Was ist schon nicht konserviert heutzutage? Wenn du einkaufen im Großhandel gehst, dann ist ja... Alles, was prozessiert ist, alles, was irgendwie chemisch verarbeitet wird oder durch andere Prozesse haltbar gemacht wird, ist natürlich verändert und hat immer irgendwelche Zusatzstoffe drin, die dazu führen, dass das Ding länger hält oder dass es besser aussieht. Irgendwelche Farbstoffe, irgendwelche Zusatzstoffe, die würdest du ja alleine, wenn du die im Eimer siehst, würdest du die nie essen. Aber wenn die dann schön aussieht, schön zubereitet vor dir liegen und dich das hellrosafarbene Stück Fleisch da anlacht, dann isst man es, weil es sehr gut aussieht. Aber man guckt halt nicht auf die Liste der ganzen Zusatzstoffe, die da drin sind. Also fassen wir nochmal zusammen. Darmbeschwerden muss man anschauen. Einerseits über die Leberentgiftung, die Leber zu reinigen, also eine Entgiftung zu machen, aktive Entgiftung mit Bindemittel und, damit die Leber wieder gut ist. Den Likrigat kriegen wir zu, indem wir verhindern, dass noch mehr solche Reizschichten aufgebaut werden, also sprich Glutationvermeidung. Das heißt, Ernährungsumstellung rigoros. Glutenvermeidung. Ja, man muss halt mal gucken, was verträgst du, ja? Also es gibt ja Leute, die vertragen bestimmte Obstsorten, die reagieren allergisch auf den Apfel. Also alles das, wo man allergisch reagiert, muss man meiden. Aber ja? Allergische Reaktion kommt ja erst nach dem Likrigat, das heißt erst, wenn es durchdringt. Ja. Aber wenn ich den schließe, müsste ja auch die Allergien auch wieder weg sein. In der Regel ja. Ja. Tja. Ja. Aber also wir bekämpfen die Allergien, aber nicht den Grund. Ich behandle seit Jahren die Patienten, wenn jemand Allergien hat, da guckt man natürlich, worauf reagiert er, aber wir müssen immer auch gucken, was löst das aus. Wir nehmen die Gifte raus, wir behandeln den Darm und wir behandeln auch die allergische Reaktion, zum Beispiel mit Bioresonanzverfahren, damit die aufhört. Und wenn die aufhört und der Darm dicht bleibt, dann reagieren die Leute auch nicht mehr auf das Zeug. Ja, weil genau das ist das Problem. Wie du richtig sagst, wenn der Darm undicht ist, dann kannst du auch mit 80 plötzlich auf irgendwas reagieren, was du Jahrzehnte gut vertragen hast. Weil durch den Durchtritt irgendwann der Körper anfängt, auf diese Dinge zu reagieren. Du brauchst ja für jede Allergie ein Erstereignis. Das heißt, jetzt geht hier der Apfel zwischen den Zellen durch und dann reagierst, dann sagen die Zellen, stopp, wenn ich dich wiedersehe, mache ich eine Allergie. Und beim nächsten Mal Apfel essen, knallt's. Ja? Und das kann dich in jedem Lebensalter treffen. Ich denke gerade, wir lernen so vieles in der Schule, wo ich jetzt nicht weiß, was davon jetzt wirklich Sinn gehabt hatte in der Schule, welches Fach jetzt wirklich relevant ist, vom Religionsunterricht bis weiß Gott was. Aber solche Sachen, solche Themen, die du jetzt bringst, müsste doch ein aktives Schulfach sein. Wie funktioniert der Körper? Wie wird man gesund? Wie bleibt man gesund? Auf was muss man achten? Das ist doch Schulfach! Ich habe vieles davon in meinem Buch, das jetzt demnächst rauskommt, reingeschrieben, weil ich das Trauma erklären muss. Und ja, es ist viel genau einfacher, dem Patienten das Buch zu geben. Super. Ja. Wie heißt das? Wir haben den Titel noch nicht festgelegt. Ich habe das geschrieben. Wir legen jetzt den Titel fest und auch die einzelnen Bezeichnungen der Kapitel. Und da stehen halt all diese Dinge auch drin, weil ich die x-mal erklären muss. Und so kann der Mensch das halt einfach mal nachlesen. Kannst du mir noch ein Wort zu sagen zu effektiven Mikroorganismen? Wie stehst du zu diesem Thema? Kennst du das da? Ja, das sind ja die Probiotika. Effektive Mikroorganismen gibt es ja überall. Die kann man zum Reinigen nehmen. Ja? Die kann man zum Desinfizieren nehmen, indem die Guten die Bösen verdrängen. Ja, ja, toll. Ja, super. Das ist etwas, was wir schon seit Jahrzehnten kennen. Und wir verwenden das als Ärzte natürlich ganz klar, um den Anschub zu geben, dass sich die Dinger regenerieren. Ja? Es ist nicht ausreichend, nur effektive Mikroorganismen aufzunehmen, dauerhaft, sondern du musst die auch ernähren. Also wenn ich jetzt den Leuten sage, hier, nehmt mal Probiotika, so heißen diese effektiven Mikroorganismen, die wir brauchen zur Regeneration, dann sage ich denen auch, esst auch bitte etwas, was für die ein Festmahl ist. Esst Walnüsse, Macadamianüsse, Leinöl und so weiter. Also es gibt so gewisse Stoffe, von denen wir in der Wissenschaft nachgewiesen haben, dass das ein Festessen ist. Zum Beispiel sogenannte resistente Stärke, wenn Kartoffeln abgekühlt gegessen werden oder wenn du Reis hast und hebst dir ein bisschen Reis auf, wenn der abkühlt, entsteht resistente Stärke der Gruppe 3. Das ist zwar etwas, was du nicht verdauen kannst, aber deine Darmbakterien, für die ist das ein Festmahl. Und wenn du denen sowas zu essen gibst, dann bleiben die, dann lieben die dich, dann bleiben die auch bei dir wohnen. Und machen eine große Familie. Raus, Und gründen eine Familie.
Ja, und da kommt das ganze bakterielle Gleichgewicht wieder zustande, es harmonisiert sich alles. Genau. Man müsste viel mehr über Bakterien reden, aber wir haben immer noch dieses alte Weltbild, glaube ich, aus dem 18. Jahrhundert, dass man die Bakterien bekämpfen muss, weil die grundsätzlich mal schlecht sind und führen heute auch nur jeden Wort Krieg gegenüber Bakterien, kommen mit großen Geschützen. Das Schlüsselwort ist Toleranz. Ja. Wir können ohne diese Bakterien nicht leben. Wir haben ja viele Bakterien, die dich töten können im Körper. Wir haben Clostridien. Ja? Clostridien können dir so eine Darmentzündung verursachen, dass du daran sterben kannst. Aber wenn du die nicht hast, wirst du auch krank. Das heißt, es muss alles in Balance sein. Das Immunsystem, alles muss in Balance sein. Es muss sich gegenseitig tolerieren. Und das ist wie immer in der Gesellschaft. Ja, wenn irgendwelche Leute den Kopf rausstrecken und anfangen zu terrorisieren, dann geht's schief. Aber wenn sich alle schön brav verhalten und miteinander klarkommen, dann funktioniert das Ganze. Und so ist es im Körper auch. Einfach ein Gleichgewicht von Bakterien und da kann man auch das Wort Viren auch noch reinnehmen. Das muss alles in einem Gleichgewicht stehen und das gehört zum Leben, oder? Ja, und ich gebe auch bei Borreliose, auch bei anderen Sachen, seltenst Antibiotika, ganz selten, weil man das meistens nicht braucht. Wenn du die Schwäche des Immunsystems beseitigst durch die Beseitigung von Giften, von Schwermetallen, wenn du dem Körper bestimmte Stoffe gibst, ja, die Erregerabwehr hochfahren, dann kriegst du da ein Gleichgewicht rein und der Körper wird wieder gesund. Ich muss nicht immer alles abtöten, sondern ich muss Immunbalance schaffen. Ja, also bis du mal Antibiotikum gibst mit deinem Wissen, wo man auch sieht, dass letztendlich die ganze Darmbakterien letztendlich auch wieder darunter leiden, wenn ich ein Antibiotikum gebe. Und da muss ich auch wieder 3 Jahre aufbauen, dass das Darmmilieu wieder stimmt und bla bla bla. Also ich sage immer wieder, wenn man Antibiotikum nimmt, denn man weiß nicht, was man tut. Es gibt Situationen, da muss man das machen. Zweifelsfrei, ne? Logisch. Klar. Aber es wird zu oft gegeben, es wird oftmals zu unkritisch gegeben und das muss man sehr genau differenzieren. Mhm. Und wenn ich mal ein Antibiotikum gebe, dann gebe ich immer auch ein Probiotikum dazu, damit man bis zu 90% der möglichen Schäden vermeiden kann. Das wird leider selten gemacht. Es gibt immer mehr Kollegen, die wissen das jetzt auch, Gott sei Dank, aber ein ganz großer Teil weiß das eben noch nicht und dann haut man mit Antibiotika drauf, vielleicht auch zu unkritisch, je nachdem, und schädigt dann das Darmmilieu oft über Jahre. Und das muss man vermeiden. Ich habe das auch noch nie gehört, dass man bis zu 90% die Schäden... Doch, das ist nach Studienlage möglich und wir machen es immer. Also wenn ich mal ein Antibiotikum geben muss, gebe ich immer auch ein Probiotikum dazu. Immer. In der Regel sogar kombinierte Varianten. Also mehr als eins. Danke ganz herzlich, lieber Dr. Med. Harald Burgard war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich hoffe, Sie haben auch gesehen, dass es alles sehr komplex ist, von Leber, von Darm bis hin zu den ganzen Darmbakterien, zur Ernährung und, wie das alles zusammenspielt. Aber eigentlich ist irgendwo durch alles ein bisschen auch logisch. Denn wenn wir uns ein bisschen daran besinnen, was uns die Natur eigentlich geschenkt hat und wir es eigentlich so nehmen, wie es die Natur uns geschenkt hat, dann haben wir eigentlich die allerbesten Voraussetzungen, gesund zu sein. Oder wenn wir in einem Krankheitsfall sind und uns orientieren, wie es die Natur uns geschenkt hat, dann haben wir eigentlich auch schon einen Weg gefunden, um aus diesem Tal der Tränen wieder rauszukommen. Das stimmt doch, oder? Absolut. Danke. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.